61. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh Gott, wir haben hier eine Truhe. Oh. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, toll. Auf nach Redock. Okay, das werden wir ganz, das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Zack, jetzt sind wir hier in Redock und weiter geht's. Scheiß auf den einen Wolf, der da ist. Scheiß auf die Sachen. Nee, die Sachen weiß ich nicht. Also gut, wir werden auf jeden Fall... Nee, komm, den Wolf, den müssen wir platt machen. So. Dann nehmen wir uns mal das hier und gehen weiter. Und diese Flammenbeere brauchen wir auch noch unbedingt. Zack. Hier hatten wir die beiden Schweine erwischt. Ja, daran erinnere ich mich noch. Die lassen wir jetzt allerdings mal alle hier einfach in Ruhe. Wir gehen weiter. Oh, da liegt eine Ork-Axt. Ich wusste, dass die irgendwo ihre Waffen weggeworfen haben. Und wir pirschen uns hier durchs Gras. Die Schattenrüstung hilft uns aber ganz gut. Oh, da ist ein Hirsch. Verdammt, warum muss hier alles so braun sein? So, und die Lex-Bikes sind ja altbekannt. Da vorne sind noch Wölfe. Okay, da können wir eben auch kurz die Sachen einsammeln. Die habe ich gar nicht vorher gesehen. Hat also auch was Gutes, dass wir hier nochmal neu laden. Ja, ist nicht ganz so toll jetzt. Egal, ich sollte einfach häufiger speichern und mir dann diese Sense hier klauen. Was ist das denn hier? Ah, das war das Lagerfeuer. So, hallo Jens, hallo Jens, hallo Jens. Ich will ins Dorf. Hallo Jens, hallo Jens, hallo Jens, hallo Jens. Was machst du hier? Hallo Jens, hallo Jens, hallo Jens, hallo Jens. Kannst du mir beibringen? Hallo Jens, hallo Jens, hallo Jens. Okay. Weiter geht's in die Stadt. Hey Silas. Hallo, hallo Silas, hallo, hallo Silas, hallo, hallo Silas. Wer ist Bufford? Was machst du hier? Wo was gibt's in der Stadt? So. Grobock. Was ist deine Aufgabe? Brauchst du irgendwas? So. Gamal. Wer bist du? Du verkaufst Menschen für die Orks. Du hast den Paladin an die Orks verkauft. Wo finde ich die Rüstung? Was muss ich für dein Gold tun? Ich will Harek. Bla. Bla 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 bla. So. So, jetzt speichern wir hier nochmal. Ganz wichtig. Bla bla bla. Hallo Esiel. Was machst du hier? Bla 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 bla. Ich verkaufe mir Tränke. Bla bla bla. Was willst du? Finde ich Heilpflanzen. Kann man auch mal eben machen. So, verkauf mir deine Tränke. Was? Hat der Gift dabei? Gift wird aus Varan zum Gift aus den Stacheln einer Blutfliege. Ach gut, es würde uns nichts bringen, wenn wir Klingen vergiften könnten, weil wir kein Gift herstellen können. So, jetzt reden wir nochmal mit dem hier. So, welchen Tribut verlangst du? So. Jetzt kommt nochmal Bufford. Also. Weiter geht's. Wasser. Wie geht's weiter? Würdest du. Ah, nicht das. Zurück. Geh und. So. Jetzt sind wir an dem alten Punkt angelangt. Abgesehen davon, dass ich das eine Wolfsfell jetzt vergessen habe. Aber jetzt kannst du uns mal dieses Wolfsfell hier. Das ist urkrass, dass ich da noch umdrehen musste. Egal, wir versuchen ihn trotzdem wieder auszuräumen. Aus diesen Wolfsfällen können wir uns dann übrigens auch Schwerter schmieden, also die Breitschwerter, sofern wir das denn benötigen. Müssen Urkrass am besten immer im Blick halten.
So. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal raus und speichern und versuchen uns dann nochmal die drei goldenen Pokale zu holen. Zack. Speichern. Spiel gespeichert. Urkrass, dreh dich nicht um. 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 So, Mission accomplished. Das wäre geschafft. Jetzt dreht er sich um. Hey, Urkrass, wie geht's? Hey, du! Komm her! Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Auf welche Waren wartest du? Drei große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram vom lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. Okay. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Okay. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Wir kriegen Ruf bei den Rebellen en masse. So, den Tribut von Kapdun ist egal. Hey, Deckard. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Ja. Buffer schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Buffer an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Okay. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. Drei Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Okay, die kannst du gerne haben. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Level up. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. Was hast du denn so Feines? Oh, ein Altstein habe ich. Die holen wir uns auf jeden Fall. 75 Goldmünzen ist ja nicht viel. Magierstab. Brauchen wir nicht. Leichte Orksöldnerrüstung. Hier gibt es verschiedene Amulette. Okay. Und verschiedene Ringe. Gut, die stammen wahrscheinlich aus den einzelnen Gebieten dort. So. Goldausgleich tauschen. Warte mal. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt, genau wie ein Dieb, und das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Was für eine? Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkrass sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Ha, dafür war die Quest. Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Okay. Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo, immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden. Ja. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Ja, das war ja auch kein Problem. Also gut. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Haben wir das? Nee, haben wir noch nicht. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei.
Gut, jetzt können wir hier tatsächlich alles lernen. Feilschen, rausreden, schwere Stasse, Taschendiebstahl, ein schwerer Taschendiebstahl. Zeig mir deine Ware. Assassinenschwert. It's a nice. Degen. Bogen, okay, der hat nicht so viel leichter mit Banditenrüstung. Okay. Oh Gott, der Sound regt mich gerade so ein bisschen auf. So, jetzt müsst ihr gucken. Speichere ich lieber mal vorher, bevor ich diese Wolfsfälle einfach mal mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum das mit dem Sound so abgehackt ist. Aber es liegt anscheinend am allgemeinen Gothic Sound System. Was macht der Kerl denn hier? Hallo Phil. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? Was ist denn los? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Psst. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Okay. Javier schickt mich. In Redok warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redok überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Ja, das war's auf jeden Fall. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Kabdun anzugreifen. Okay, ich muss eben ganz kurz gucken, wie viele Waffenbündel wir haben. Wir müssten nämlich auf jeden Fall... So, eben kurz altes Wissen holen. Jawohl, altes Wissen plus 5. Das kriegen wir sonst eh nicht durch Lernpunkte. Das wäre das große Problem dabei. Erdorat. Der Sound ist interessant. Naja. Wo war ich gerade? Genau, ich wollte gucken, wie viele Waffenbündel wir haben. Das war ja hier. Waffenbündel. 3 nur. Wir haben nur 3? Haben wir schon die Waffenbündel abgegeben? Ich meine nicht. Klar, warum nicht? Speichern wir wieder, denn wir sind ja um einiges schlauer geworden. Beim Stehlen sollte man sich nicht erwischen lassen, ansonsten wird man von allen und jedem angegriffen. Man kann einfach uns mal die Voice-Welle hier mitnehmen. Scheint ja keinen zu interessieren. Hey Cyrus, was bist du denn für einer? An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Interessant. Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? No. Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Oh, ich auch, ich auch. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Okay, hier. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. 10 Rufe in Kabdun. Okay, Banditenjagen machen wir noch nicht. Wir wollen uns erst weiter hier in dieser Stadt umsehen, muss ich dazu sagen. Da ich mir dann doch nicht ganz so sicher bin, was denn noch alles auf uns wartet. Und ich meine, wir haben schon 30 Rufe in Kabdun. Dadurch, dass wir ihm vielleicht Schnaps geben, haben wir 10 Rufe bekommen. Naja, gut. Ach, hier finden wir auch ein Dutzend Heilpflanzen, so ganz zufällig, weil auch Eziel ja dieses Dutzend brauchte. So, Heilpflanze.
War hier nicht noch eine? Nö. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht hier noch runterfallen. Das könnte ein bisschen schmerzhaft enden. Da bekanntlich da unten ein Strand ist. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Pflanzen, soweit das Auge reicht. Butlerfleisch. Felsnesseln, Butlerfleisch und Dunkelpilze. Also, das ist ja eine ordentliche Ausbeute. Da haben wir noch eine Heilpflanze. Und noch eine. Das sind schon, glaube ich, 6, die wir hier gefunden haben. Und dann haben wir hier noch einen alten Friedhof mit einer Heilpflanze. Und einer Heilpflanze. Und noch eine Heilpflanze. Yeah! Uhu! Ja gut, das ist so ein bisschen übertrieben. Schaut euch mal diese Heilpflanze an, wie schön sie gewachsen ist. Können wir nicht irgendwo mal graben? Ach komm, sonst gibt es immer irgendwelche Gräber, die man ausräubern kann. Ich meine, wir sind hier in Gothic. Oh, hier ist noch eine Heilpflanze. Meins. Hier liegt noch ein altes Wolfsfell. Da speichern wir natürlich wieder vorher. So. Meins. Hey, Kundschafter, wie geht's? Arok. Hast du hier irgendwas Tolles drin? Ja, eine Truhe. 2 helle Baden, die wir nicht brauchen. Okay, hey Arok. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Natürlich, ein bisschen Spaß muss sein. Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Cool, dann kämpfen wir. Ich will in der Arena kämpfen. Gut, zu Anfang werde ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Okay. Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Ja, nichts leichter als das. Das ist zwar kein Ork. Wir speichern allerdings nochmal vorher hier so ganz nebenbei. Ich glaube, ich speichere jetzt einfach häufiger, um einfach nicht mehr diese zeitliche Kacke zu haben. Dann zeig mal, was Leute, du drauf hast. Es gibt einen Kampf! Ja! Die Arena ist allerdings ziemlich klein. Komm her, Fady. Oh ja. Oh, der hat das sogar ausgehalten. Wartet mal ganz kurz. So. Hallo, Fady. Das Gift wird dich dahin raffen. Du drückst mich nicht so einfach aus der Arena raus. Besiege Fady in der Arena. Stärke plus 1, rufen Kapdun plus 10. Hey! Buffords Auftrag. Das ist schön mit diesen ganzen Zetteln. Wartet, die kriegen wir hier. Buffords Auftrag. Deine Chance. Okay, Fady. Ich glaube, es ist an der Zeit, dir einen Auftrag zu geben, mit dem du beweisen kannst, dass du wirklich was drauf hast. Mach ich dich fertig. Du kämpfst zwar nicht schlecht, aber Damok meinte, ich sollte dich mal richtig herausfordern. Oder richtig fordern. Bei diesem Auftrag sollst du deine Diebesfertigkeiten trainieren. Sonst wirst du nicht überstehen. Dein Auftrag? Schleiche dich bei den Rebellen ein, gewinne ihr Vertrauen und finde heraus, wer geholfen hat, Adea zu befreien. Uruk ist darüber sehr verärgert. Wir müssen diesen Typen finden. Damit dich die Rebellen nicht davon angreifen, solltest du dir eine Rüstung von ihnen besorgen. Und wie es der Zufall so will, habe ich schon eine für dich. Diese muss aber erst noch angefertigt werden. Über einen Kontaktmann bei den Piraten habe ich erfahren, dass sie einen Bauplan für eine Ritterrüstung erbeutet haben. Perfekt! Also, zuerst suchst du das Versteck der Piraten. Die sollten sich irgendwo in ein kleines Lager errichtet haben, sonst hätten sie dieses Schiff nicht so leichtfertig überfallen. Du stiehlst den Bauplan und bringst ihn dann zu einem Schmied. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich diese Zelle quasi so toll finde. Alles weitere sollte klar sein. Besorge mir diese Informationen. Ich sorge dafür, dass du Gold und keine Probleme mehr hast. Das ist ja richtig klasse, dieser Auftrag. Also den würde ich auch machen. Vielleicht kann ich Bufford ja drauf ansprechen. Hey, Arok. Du hast gewonnen. Aber dein Gegner war leicht. Also, bilde dir nichts ein. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Natürlich. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Will ich noch gar nicht. Ich möchte eigentlich erst mit Fady reden. Hey, Fady. Du Mistkerl. Bist verdammt gut.
Respekt. Du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Ha, nochmal 250 Erfahrung. Also eben 500 Erfahrung abgestaubt. Oh Gott, hoffentlich kommt dieser Bug nicht mehr, dass die Leute dann in der Arena stehen bleiben. Wenn die Leute dann angreift, dann kommen die auch an alles. Komm her, Börschchen! Oh! Leute, Einers Helm! Das Gift macht ihn fast platt. Jetzt macht es ihn platt. Level up! Krosch Warrock. Riesige Damok in der Arena. Quest erfolgreich. Nachricht von Bufford. Osten von Mythana. Hey, das ist cool. Viele dieser Sachen haben die normalerweise nicht dabei. Okay. Nachricht von Bufford. Hey da! Ist das vielleicht was für dich? Hey Damok, hast du schon gehört, was Jens gestern erzählt hat? Der war doch tatsächlich in der Höhle unten am Strand. Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Keine Ahnung, was er dort gesucht hat, aber der war ziemlich aufgeregt, hat sich bei uns richtig die Kante gegeben und beim Rausgehen noch etwas von Drachen gestammelt. Hab kein Wort verstanden, aber vielleicht hast du ja Lust, dir das genauer anzuschauen. Es ist bestimmt eine nette Abwechslung, dann musst du dir nicht immer wieder den Schädel in der Arena einschlagen. Übrigens schuldest du mir noch 40 Goldmünzen. Bis später, Bufford. Ich habe gewonnen. Ja. Du hast gut gekämpft. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten will. Du bist der Champion. Bekomme ich einen Preis? Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Breitschwert erhalten. Ja, aber das ist... Zwei Gegner? Das ist doch nicht... Das ist doch Kacke. Warum nur zwei Gegner? Hey, Damok. Gut gekämpft, Fremder. Störe mich nicht. Okay, den können wir nicht weiter ansprechen. Heilpflanze, Heilpflanze. Ja. Leichter Unterschied der Renderdistanz, aber okay. Ja. Mach hier keinen Ärger, klar? Keinen Schritt weiter. Lass mich vorbei. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Halt! Ja, ich will doch weg. Lass mich doch weg. So. Wir besitzen jetzt ein Breitschwert. Inventory. Und dann können wir das Breitschwert tragen. Dafür brauchen wir nur 20 Stärke. Wir besitzen 115 Stärke. Aber durch die Quest kriegen wir sehr, sehr viel Stärke dazu. Das ist sehr schön. Deswegen kann man auch gut auf 320, 330 Stärke kommen irgendwann. Wir könnten jetzt mit ihm Banditen jagen gehen. Warte, was haben wir denn hier noch so für schöne Quests? Also einen Reddock haben wir noch. Finde die verlorenen Freunde und Waffen für die Rebellen in Reddock. Okay, das heißt, da bräuchten wir tatsächlich noch 5 Waffenbündel. Xalas Befehlsschreiben. Drachen, nicht schon wieder Drachen. Jacks Rebellengold. Das können wir eigentlich nochmal machen. Waffenbündel für Phil. Wie viele Fälle haben wir jetzt? Hier waren die doch. Ein Bisonfell. Das war so klar, dass es eine 9 Wolfsfälle und keine 10 Wolfsfälle sind. Das war so klar. Hallo Seruk. Habt ihr hier nicht noch irgendwo ein Wolfsfell für mich? Hä? Bleib stehen! Du hast uns gezeigt! Verdammt! Ach, da lebt noch einer. Ich hab's immer noch drauf! Ha! Warum haben die jetzt angegriffen? Oh, da ist das 10. Wolfsfell. Nochmal, warum haben die jetzt einfach angegriffen? Ist das irgendwie so von Zeit zu Zeit, dass die Leute die einfach angreifen? Wenn ja, wäre das ziemlich lustig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wird die ganze Welt ein bisschen belebter. Hey, sieh das. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, ja, ich hab noch sicher was zu erledigen, ja. So, ich hoffe mal, wir sind keine Wölfe gefolgt. Sieht aber nicht so aus. Hey, Jens. Ich suche einen Sklaven. Sehe ich aus wie ein Sklavenhändler? Er heißt Harek. Er kommt aus Kapdun. Also an meiner Hütte ist keiner vorbeigekommen. Wahrscheinlich ist er immer noch in der Nähe der Stadt.
Okay. Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Auf jeden Fall. Bring mir was über die Jagd bei. So, ich möchte gerne 400 Fälle abnehmen. Dazu bist du noch nicht bereit. Ach, jetzt müssen wir erstmal, glaube ich... Okay, dafür müssen wir Jagdgeschick kriegen. Okay, wir haben 85 Lernpunkte. Wir könnten auch davon mal ein paar ausgeben. Wir haben allerdings nur 800... Warte mal, wir müssen uns das allerdings mal überlegen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir auf 100... Warte, ich lege mal eben ganz kurz diese zusätzlichen Sachen ab. Also diese beiden hier. Wartet, das Ding und das Ding. So. Und jetzt werden wir uns... Da liegt tatsächlich ein Bogen. Ah, gut. Jetzt werden wir uns 130 Stärke und 130 Geschick holen. Bring mir... Gut so. Okay, 108. Gut so. 113. Gut. 118. Zeig mir deine Ware. So, wir haben ja kein Gold mehr. Und können deshalb am besten... Ah ja, so. Wie immer möchte ich gerne eine Waffe behalten. So, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Gold. Oh, der hat tatsächlich genug Gold dabei gehabt. Hey! Bring mir... Gut. 123. Weiter so. 128, das sollte reichen. Fell abnehmen. Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Schneid die Beute auf und zieh das Fell mit einem Ruck ab. Wichtig ist vor allem, immer von hinten nach vorne. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Okay. Ich möchte reptilen heute. Dazu bist du noch nicht bereit. Zweier Geschick. Ja, aber gut, die holen wir uns durch die Quests. So, was könnten wir denn sonst rein theoretisch noch lernen? Zähne, Krallen und Hörner. Das ist wichtig. Wie viel Geld haben wir? 2000 noch, okay. Zähne, Krallen und Hörner. Zeig mir, wie ich den Bestien Zähne, Krallen und Hörner abnehme. Du musst vor allem darauf achten, dass die Scheiße nicht absplittert. Ramm dein Messer tief in das Fleisch und lege die Trophäe frei. Wenn du tief genug bist, dann hebelst du sie heraus. So, das Ding brauchen wir auch nicht unbedingt. Ein Reptilien und ein Viecher anschleichen braucht man eh nicht. So, also das könnte man gebrauchen, wenn man denn taktisch spielen würde. Aber, naja, ich würde eher sagen, auf sie mit Gebrüll. Wir speichern uns einmal jetzt, also wir speichern uns einmal jetzt vor allem, wir speichern jetzt einmal und stellen uns dann den hungrigen Wölfen. Wir gehen dafür am besten Hirsch. Da vorne ist ein hungriger Wolf. Zu kurz. Zu kurz. Mist, ich habe nicht so viele Pfeile, dass ich mir so viele Fehlschüsse erlauben kann. Zu hoch. Wow! Sind die hungrigen Wölfe irgendwie schwächer? Also mir kommt das auf jeden Fall sofort. Jetzt kriegen wir neben dem rohen Fleisch übrigens auch ein Wolfsfell und Zähne dazu. Ich wüsste allerdings gerne, wie viele Viecher wir schon erledigt haben und wie viele wir noch erledigen müssen. Ein hungriger Wolf. Okay. So, jetzt müssen wir Jens eben beistehen. Uah! Ich sagte, wir müssen Jens beistehen, nicht der Wolf greift uns an. Uah! Okay, dann machen wir das einfach. Wem hast du's gezeigt? Um dich ist es nicht schade. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum er das gerade eben gemacht hat, aber er hat es auf jeden Fall gemacht. Aber irgendwie waren die ziemlich schnell down. Warte mal, da hinten war der Wolf, genau. Den habe ich eigentlich nur durch den Namen gesehen, aber okay. Ach, der liegt also hier irgendwo. Hungriger Wolf. Warum ich die nicht mit Autoloot ausräume, weiß ich immer noch nicht. Hier finden wir übrigens zum ersten Mal einen anderen Schrein. Das ist ein Belia-Schrein. Deshalb auch diese Opfer drumherum.
Belia. Hier kriegen wir genau die gleichen Sachen, kriegen wir andere Zauber. Dazu bin ich noch nicht bereit. Oh, danke. Ich wollte eigentlich gar nichts lernen.